Das neue überarbeitete Morgan Horse ist da und heute werden wir eins kaufen. Und damit begrüße ich euch erstmal ganz, ganz herzlich zu diesem Pferdekauf-Video und ja, quasi einem Rassecheck, wenn man es so nennen möchte. Wir sind in Vorpinter, denn hier steht eines der Morgan Horses für die ersten, so, jetzt ist mein Handy still, für die ersten 4 Wochen. Und zwar haben wir hier das windfarbene Morgan Horse. Wir sehen ganz leichte Deppels auf der Seite und so einen ja, leichten, dunklen Stich am Anfang, im Ansatz der Mähne und vom Schweif. Deppels haben wir von beiden Seiten. Ich mache mal einmal ganz kurz den Schnee aus, denn es hat nämlich auch noch weiße Abzeichen an den Beinen. Finde ich, hat es jetzt für mich tatsächlich gar nicht unbedingt gebraucht. Die Farbe sieht aber in-game, finde ich, hübscher aus, als jetzt mein erster Eindruck gewesen ist im Trailer. So, das Morgan Horse Generation 3 kommt mit 2 Punkten auf Stärke, 2 auf Disziplin und 2 auf Agilität. Es kostet 850 Starcoins. Ich weiß gar nicht, ob es eine Special-Animation hat. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube aber nicht. Hier ist zumindest keine drin. Wir werden es aber gleich austesten. Kann ich mir aber auch für den Preis nicht vorstellen. So, der Morgan ist nicht nur charakterstark und ein echter Hingucker. Er gehört auch zu den vielseitigsten Pferderassen. Er gilt als die erste Pferderasse der Vereinigten Staaten. Er geht auf ein wunderschönes Fohlen zurück, das in den 1790er Jahren einem Lehrer namens Justin Morgan gehörte. Dieser Hengst war der Vater der ersten Morgans, der hieß übrigens Figger. Der Pferde, die Amerika in vielerlei Hinsicht geprägt haben. Der tapfere und liebenswerte Morgan ist ein elegantes Pferd mit ausdrucksstarkem Gesicht und muskulösem Körper. Ob Fahrsport, Zügelführung, Dressur, Springen, Distanzreiten oder Western Pleasure, dieses Pferd mag klein sein, aber es kann alles. Ja, durchschnittliches Stockmaß vom Morgan Horse sind übrigens 1,45 Meter bis 1,55 Meter. Sie kommen also durchaus als Endmaß-Pony oder eben als kleines Großpferd vor. Kein Wunder also, dass dieses kleine, aber kräftige Pferd auch bei den Reiterinnen und Reitern auf Jorvik sehr beliebt ist. Der Morgan wurde ursprünglich für den Einsatz in Reitschulen hergebracht, ist aber dank seines Charmes und seiner Klugheit zu einer beliebten Pferderasse für alle Fans, nein, für Fans aller Disziplinen geworden. So, das wäre also der windfarbene. Wir gucken uns natürlich auch die Mähnen gleich nochmal genau an bei dem Pferd, was ich mir kaufen werde. Und die anderen stehen in Fairgrove. So, da sind wir auch schon angekommen. Hier haben wir als erstes den natürlich Splash White. Kein Overo. Ich weiß nicht, warum ich gestern Overo gesagt habe. Das ist natürlich ein Splash White. Overos sehen ganz, ganz anders aus. Und was ich hier an dem cool finde, der gefällt mir auf jeden Fall in-game schon mal deutlich, deutlich besser als im Trailer. Ich habe ja im Trailer schon gesagt, okay, ich finde jetzt die Farben gar nicht unbedingt so special. Bin aber gespannt, wie sie in-game aussehen, weil für mich ist es oft so, dass mir die Pferde in-game besser gefallen als im Trailer. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so. Und hier seht ihr auch, man muss eigentlich Level 9 sein, um das Morgan Horse kaufen zu können. Und ja, haben wir hier eine weitere Farbe, ein Splash White, der ja so einen Farbverlauf hat, so ein bisschen im Braun, die blauen Augen und einen zweifarbigen Schweif. Eine sehr hübsche Farbe, wie ich finde, der in-game mehr hermacht, meiner Meinung nach, als vorher im Trailer. Muss ich so sagen. So, dann haben wir hier den Liver Chestnut, den, ja, die Farbe, die sehen wir jetzt hier sogar noch mal besser. Vielleicht mache ich auch einfach hier mal den Schnee aus, weil ohne Schnee wirken die Farben noch mal ein kleines bisschen anders. Auch den finde ich tatsächlich in-game besser als im Trailer. Was vielleicht auch daran liegen mag, ich muss ehrlich sagen, ich finde die Videoqualität in den Star Stable Trailern tatsächlich sehr, sehr schlecht, sehr pixelig. Und ich finde, dadurch erkennt man immer relativ wenig. Und das richtige Bild kann man sich dann halt auch wirklich erst in-game machen. Auch eine coole Farbe, muss ich sagen.
coole Farbe. Gefällt mir hier in-game viel, viel besser, als er im Trailer ausgesehen hat. Ganz klar. So, stehen die anderen hier auch irgendwo ausgepackt? Nee, stehen sie nicht. So, dann wollen wir noch mal schauen. Dann tauschen wir den jetzt hier mal als erstes um. Hier haben wir jetzt den Cremello. So. Auch, hups, auch solide gearbeitet. Ich mag übrigens die Mähne ganz gerne. Ich mag diese kurze, sportliche Mähne. Ich finde die toll, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die Mähne wäre, die ich jetzt gewählt hätte für die Rasse. Aber ich mag die Mähne an sich. So, dann haben wir hier den Braunen, der sehr, sehr glänzt. Und hier so eine kleine Flocke noch auf der Stirn hat. Ich mache mal ganz kurz, ich ändere mal eben fix die Mähne. So, zu dieser kurzen abrasierten, da sieht man das so ein klein wenig besser. Ich glaube, hier, die hat den Morgen auch schon, ja. Da sehen wir hier auch in der Mähne so einen leichten Farbverlauf, ganz, ganz leicht. So, ich gehe jetzt gerade mal wieder zur Seite, damit wir die Pferde uns anschauen können, ohne dass jemand drin steht. Denn wir haben noch ein weiteres Pferd hier. So, da ändere ich die Mähne mal wieder. Ach, das hier ist die Standardmähne. Mein Gott, ja, gucke mal da. War ich eben schon wieder verwirrt. Und das hier ist die letzte Farbe. Der Buckskin Sabino mit diesem sehr, sehr besonderen, ja, mit dieser sehr besonderen Fellzeichnung am Kopf. Und hier, ja, also ich finde, die Scheckung vom Sabino an der Seite, die sieht so ein bisschen unscharf aus. Also es sieht aber gar nicht so aus, als ob das einzelne Härchen wären, die da eingesetzt sind. Das sieht für mich einfach so ein bisschen aus, als ob da mit so einem Weichzeichner drüber gegangen wäre. Muss ich sagen, finde ich jetzt hier in-game weniger gut als im Trailer. So von der Einschätzung her, den fand ich im Trailer tatsächlich sogar schicker. An sich eine schöne Grundfarbe. Aber das hier disqualifiziert ihn für mich so ein bisschen. Weil das kann Star Stable eigentlich schöner, dass man da eher die einzelnen Härchen sieht und das nicht hier so, ja, mit dem Schwamm verwaschen ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, welcher denn jetzt bei mir einzieht. Und geworden ist es jetzt der Splash White bei mir tatsächlich, der mir eigentlich auch im Trailer so gar nicht gut gefallen hat, mich jetzt hier aber in-game doch überzeugt hat. Und jetzt wisst ihr auch, warum der Einspieler drin war. Ich habe dieses Pferd Wally genannt. Leider kann ich das hier nicht mit einem großen E machen, sondern nur mit einem Y. Jetzt ist es halt ein Wändchen quasi. Aber ich fand Wally voll süß für ihn als Namen. Aber halt wie der Roboter. Das fand ich nicht. Doch, beschwer dich mal nicht. Ich finde den Namen gut. So, jetzt gucken wir uns mal die Putzanimation an. Entspannt er so ein bisschen, linker hinterer Fuß entlastet, Huf. Ja, Huf auskratzen, sieht ziemlich gut aus. Könnte noch ein Ticken besser sein, aber ist schon nicht unbedingt verkehrt. So, jetzt kriegst du was zu trinken. Nein, das wird die Satteldecke. Hallo? Ah, muss ich nicht auf den Kopf. Oh, das ist aber perfekt. Oh, das kann man aber gar nicht besser machen hier. Gut. Also, die Animation beim Füttern, besser geht's nicht, würde ich sagen. Besser geht's nicht. Und knuddeln? Das ist gut. Das ist echt gut. Und seit wann haben wir keine Herzchen mehr? Ich bin beleidigt. So. Packen wir mal ein Zaumzeug drauf. Und dann kommen sie mal mit der her. Komm mal mit. Und dann gucken wir uns das Führen mal an. So. Ich mag den hoch angesetzten Schweif. Aber da kommen wir gleich mal noch zu. Ja. Ja. Doch, doch. Das Führen, das kann man so lassen. Das kann man so lassen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Outfit auf ihm so gut aussieht, dass ich sage, yo, das kriegt der kleine Mann. Und da sind wir auch schon im Outfit-Check auf dem Reitplatz. Ja, und ich trage jetzt gerade den beigefarbenen Sunset Trails Helm aus dem Global Shop. Dazu das himmelblaue Sunset Trails Top
ebenfalls aus dem Global Shop. Ich finde, das passt jetzt noch sehr gut so zur Jahreszeit. Dazu die schneeweiße Sunset Trails Hose aus dem Global Shop. Die Sierra Schneehandschuhe. Ich weiß gerade gar nicht mehr, die sind glaube ich aus irgendeinem Winterset. Und dazu die walnussbraunen Stiefel von Rex Stamper. Die haben wir schon ganz, ganz oft gesehen bei mir. Ich finde, die harmonieren perfekt mit dem Sattel und mit dem Fell. Und Wally, der trägt die Bronzeschleife von Four Pinta. Ich fand, dass das Blau einfach sehr, sehr gut sich mit den Augen wiederum ergänzt. Dann hat er das walnussbraune Zaumzeug Silversong drauf. Ich fand, dass ihm das unfassbar gut steht, so super, super wenig Leder am Kopf zu haben. Dazu den walnussbraunen Klassik-Springsattel. Beides übrigens auch aus dem Global Shop, beziehungsweise den Springsattel bekommt man auch in Moorland. Die schneeweißen Sunset Trails Springgamaschen aus dem Global Shop. Und die ganz neue Satteldecke, die Schabracke, skandinavisches Feingefühl. So viel zum Outfit. Natürlich komplett championatstauglich. Und jetzt gucken wir uns mal die Gangarten an. So, schauen wir uns zunächst das Rückwärtsrichten an. Idle-Animation im Stehen haben wir ja schon gesehen. So, er nimmt den Kopf zurück, er setzt sich nach hinten. Ich mag die Animation beim Rückwärtsrichten Zügel gut. Da sprechen wir mal nicht drüber. Aber sonst, das Steigen finde ich auch gut. Kann man lassen. Ihr wisst, ich mag das nicht, wenn die Pferde so krass theatralisch steigen. Das finde ich hier aber gut. Der Schritt gefällt mir gut. Ich mag das auch, dass er den Schweif, dass es den Schweif so hoch trägt. Ich muss auch ehrlich sagen, das, was ich jetzt im Trailer kritisiert hatte, dass es für mich nicht wirklich aussieht wie ein Morgan, dass der Kopf mir ein bisschen zu wenig, nicht fein genug ist, wie man das auf Bildern oft sieht. Gerade aus der Perspektive hier wirkt es schon wieder ganz, ganz anders und es bestätigt sich wieder das, was ich sage. Im Spiel kann man die Pferde halt einfach nochmal besser bewerten. Oh, hier, guck mal. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja gut. Traben wir an. Trab finde ich aber irgendwie nach wie vor passt nicht so ganz, weil es sind kurze Tritte im Trab und es kommt halt auch nicht so wirklich Schub aus der Hinterhand. Und das ist, ja, also für die Bewegung vom Pferd müssten wir eigentlich langsamer sein und die Natur dürfte nicht so schnell an uns vorbeiziehen. Das weiß ich nicht. Nee. Also der Trab an sich gar nicht unbedingt schlecht. Ich hätte mich über etwas längere Tritte gefreut. Aber ich finde einfach, die Animation passt nicht zur Geschwindigkeit. So. Meine Meinung. Arbeitsgalopp. Wir sind im Linksgalopp. Wo mir die Hinterhand nicht gefällt. Mir gefällt da die Hinterhand nicht. Die sieht irgendwie, die fällt komisch nach hinten ab. Da kommt auch hier überhaupt gar kein Schub aus der Hinterhand. Der hat gar keine Tragkraft, die schlurft einfach irgendwie so mit. Weiß ich nicht. Alles ab der Flanke, alles ab diesem Stück hier hinten. Halt einmal hier, ab hier. Guck dich das im Arbeitsgalopp an. Sieht komisch aus. Finde ich nicht gut. So, wenn wir jetzt ein bisschen schneller galoppieren, wir sind weiterhin im Linksgalopp, wirkt es schon besser, finde ich, wobei auch nicht berauschend. Also die Hinterhand finde ich generell hier so ein bisschen verkümmert. Auch hier kein Schub, da kommt keine Kraft. Guck mal, der drückt sich überhaupt nicht richtig ab. Vorderhand, also alles schön, aber alles ab der Flanke finde ich überhaupt nicht gut. Muss ich leider sagen. Und das bestätigt sich leider auch im Renngalopp. Also Schritt gefällt mir gut. Rückwärtsrichten gefällt mir gut. Trab ist, ja, die Animation zu kurz für die Geschwindigkeit und alles im Galopp. Vorderhand gut, ab der Flanke Katastrophe. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Das schnelle Stoppen finde ich wiederum schön. Mir tut der leid, der den Schweif sauber machen muss. Finde ich aber gut gelungen und gut gelöst. Ich drücke mal die Leertaste. Nein. Ich drücke Shift und reite an. Nein. Also wir haben keine Special-Animation hier. So.
Jetzt gucken wir uns natürlich, guck mal hier, das sieht schlimm aus. Sorry, aber gerade der Arbeitsgalopp, das finde ich überhaupt nicht gut. Finde ich leider gar nicht gut. So, Sprunganimationen wollen wir uns aber natürlich auch noch anschauen. Die wiederum finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Die finde ich eigentlich gut. Zumindest aus dem Arbeitsgalopp auf jeden Fall. Gucken wir uns natürlich auch mal noch an aus dem schnelleren Galopp, beziehungsweise aus dem schnellsten. Wieder natürlich sehr flach, aber gut, das ist auch normal bei der Geschwindigkeit. Das ist so. Das ist ja die Gefahr, wenn man ein Hindernis zu schnell anreitet, dass das Pferd zu flach wird. Sprunganimation gefällt mir gut. Ja, aber Galopp leider nicht so wirklich. Muss ich leider sagen. Aber gucken wir uns mal noch die Mähnen an. So, hier sehen wir die Standardmähne vom Morgan Horse. Die finde ich gut. Die sieht auch wirklich aus wie eine Weiterentwicklung der vom Generation 2 Morgan Horse. Details finde ich gut. Also da habe ich definitiv nichts dran zu kritteln. Die Zöpfchen, auch die finde ich hier wieder gut umgesetzt. Also früher war das tatsächlich mal so, da gab es ja mehr Kritikpunkte. Da waren die Mähnen halt auch wirklich bei den Pferden teilweise sehr verwaschen. Oha, hier. Heftig geflochtener Schweif. Aber da haben sie wirklich mittlerweile, setzen sie das wirklich gut um. Für jedes Pferd, muss ich sagen. Also ich finde jetzt hier die Zöpfe und die rasierte Mähne finde ich jetzt, also ich finde, sie passt zum Pferd. Ich würde sie jetzt nicht draufpacken, aber ich finde, sie passt zum Pferd. Hier haben wir die geflochtenen Zöpfchen, die finde ich auch sehr, sehr schön für das Morgan Horse, muss ich sagen. Die gefallen mir definitiv sehr schön. Nur schade, dass dann auch mal der Schweif mit eingeflochten ist. Und dann haben wir hier die Eselstehmähne. Also, ich würde mir nach wie vor wünschen, dass ein Pferd mit Stehmähne trotzdem noch einen schönen Schopf hat. Wie es beim Isländer ist. Und ich finde, dass auch die Stehmähne schon so, ja, fast ein kleines bisschen lang ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir hier noch die kürzere Mähne, die sportliche Mähne. Ich finde es hier ein bisschen schade, dass das vorne dann so gerade abrasiert ist, sage ich jetzt mal. Aber ich finde ansonsten, finde ich die kurze Mähne, hier diese sportliche, eigentlich gar nicht schlecht. Ich werde mir jetzt trotzdem erstmal die Starcoins dafür sparen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, zupp, da sind wir wieder im Schnee, was ihr von den neuen Morgan Horses haltet. Ich muss ehrlich sagen, ich bin, ja, der Trab an sich von den Animationen her gut, aber irgendwie passt er nicht so richtig zur Geschwindigkeit. Und leider alles ab Trab aufwärts, na, nicht so überzeugend, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis dahin. Tschüss.